Ja, ja, ha! Ja, ja, ha! Ha! Come on! Ha! Fine! Nein! Ja, ich weiß, dass da was ist. Ha! Boah, ist das nervig. Wo sind die überall versteckt? Ich finde die ja nicht mal in der Zeit. Komm, einmal noch. Das Gemeine ist, ich kann sie normal beenden, aber dann kriege ich die Bonusbelohnung. Nicht, dann habe ich theoretisch nicht mal mehr die Chance, die Nachträge zu holen. Auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass ich das Spiel nachträglich nicht nochmal spielen werde. Ja, halt euch erstmal fest. Und fall erstmal runter. Sind die jetzt von Anfang an da oder spawnen die erst nacheinander? Weil irgendwie kommt mir vor, die spawnen erst in der Reihenfolge, was es richtig fies macht. Wenn die wenigstens bei diesen Turbofeldern bleiben würden. Dann wäre es ja okay, aber nein, die müssen ja irgendwo hinhüpfen. Nein! Boah, das... Oh, oh. Boah, das... Oh, das regt mir so auf. Boah, ich hasse solche Zeit-Challenges. Einmal jetzt. Das ist jetzt der letzte Versuch. Ich werde da wahnsinnig bei sowas. Da bin ich zu ehrgeizig für solche Sachen. Okay, es geht, es geht. Oh, ja, ich weiß, das sage ich mal einmal noch. Aber ja, das war jetzt gut. Den ersten muss ich unten erledigen. Der fällt ja direkt runter. Okay, das war jetzt richtig mies. Komm, ein letzter Versuch. Ich weiß, ich sag das immer wieder, aber diesmal meine ich es ernst. Wenn es dann nicht klappt, dann mache ich es einfach. Ich mache es jetzt einfach fertig, egal wie es läuft. Wenn es kein Bonus ist, dann ist es kein Bonus. Fertig. Irgendwie muss man die ja eigentlich nochmal neu starten können, die Herausforderung. Boah, war das knapp. Oh, aus der Luft noch geschossen. Ja, egal. Ah. Das ist aber auch fies. Das ist aber auch fies. So, hier kam ich her und da muss er wahrscheinlich irgendwo lang. Okay, das kam unerwartet. Funker! Oh, Angriffswerte, sehr schön. Und die Tür ist offen. Perfekt. Hier noch eine Kiste versteckt? Nö. Gut. Dann auf zum Hof der Träume. Muss ja langsam kommen. Wenn ich es oft genug sage, tauche ich irgendwann wirklich dort auf. Ich weiß es. Das muss es sein. Das ist meine einzige Hoffnung, die ich hier habe. Und in das nächste Grab rein, klar.
kann es mir leiblich vorstellen, wie die jedes Mal hier durch x-beliebige Gräber durchgehen, nur um zu ihrem Treffpunkt zu gehen. Ganz normale Sache für Zigeuner in dieser Welt. Ich bin immer so ein bisschen Ehrfurcht davor, Zigeuner zu sagen, weil das ist ja eigentlich, soll man das ja nicht mehr sagen, soweit ich weiß. Sind ja, wenn ich richtig liege, sagt man ja jetzt korrekt Roma und Sinti. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und das klingt blöd, wenn die dann immer Zigeuner sagen und ich sag irgendwas komplett anderes, wo ich nicht mal sicher bin, ob es richtig ist. Finde den geheimen Durchgang. Oh, das Spiel ist sehr kreativ heute. Vielleicht dadurch, wo es so aussieht, als wäre ich da schon mal gewesen, weil der Raum genau gleich aussieht. Maybe. Maybe. Irgendwas? Okay. Dann kann ich runtergehen. Oh, die Bären. Alter, macht der Sturz viel Schaden. Danke. Nein. Danke, ja. Aber sowas von. Wie in dem Spiel die großen Kisten missbraucht werden. Vorhin in Kingdom Hearts ist das immer, wir haben eine Karte gefunden. Hier in dem Spiel heißt es einfach, ja, eine Zutat für einen neuen Geist. Yay! Wer hier ist jetzt nochmal die gleiche Herausforderung wie vorhin. Okay, Giftgas weg. Bleiben nur noch die blöden kleinen Trampfänger hier oben übrig. Die runterfallen, respawnen und dann sterben. Ist ein verdammt langer Weg bis zu dem Hof. Ich meine, ich trödel auch ein bisschen rum mit meinen Kisten suchen und Herausforderungen machen bis zur Unendlichkeit. Aber das gehört dazu. Wie ich immer wieder sage, ey! Natürlich überlegt er das mit dem Fitzig hier eben. Boah, ich mag den Elektrosturz, der ist richtig gut. Der knallt richtig gut rein. Noch ein Rubik? Nö. Ja, da ist irgendwas, okay. Ich hab's ja kapiert, ja. Hyperaktiven Geister. Hast du wolltest auf mich zuchargen? Ach süß. Sag jetzt einfach mal nein und hoffe, du verstehst mich. Geh weg, geh weg. Au! Geh einfach weg, danke. Sorry. Ich muss mich kurz mal räuspern zwischendurch. Die springen ohne Grund rum. Okay. Bitte nicht wieder ein Friedhof. Hey, wir haben es tatsächlich dahin geschafft. Wer hätte denn damit noch gerechnet? Da ist eine Herausforderung. Bitte nur Geister. Ne, ist eine Herausforderung. Blocke mindestens 3 gegnerische Angriffe. Okay, das geht. Da unten steht schon Esmeralda, die schon wartet. Sind das Hühner? Hühnchen? Ich hab einmal geblockt. Zweimal. Komm. Hätte mal einer Erbarmen mit mir. Und greif mich an. Danke. Natürlich wackeln die ganzen Wege hier. Bisschen unstabil gebaut. Was, wenn hier ein Erdbeeren ist? Dann geht's ja aber rund, Freunde. Dann geht's rund. Noch irgendwer? Irgendwo schleicht noch so ein Pinguin-Typ rum. Da drüben.
friert hier unter mir den Boden ein. Ja, was soll denn das werden? Ziel erreicht. Wie lange wir jetzt noch mit Sora spielen, wundert mich gerade ein bisschen. Hätte vorhin eigentlich gedacht, dass wir schon kurz vorm Wechsel sind, aber anscheinend sind wir noch weit davon entfernt. Quasimodo, what are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. There'll be a bonfire in the square. No! Please, Master! Frollo, I won't let you do this! Ouch! Ich glaube, der hat einen großen Helfer. No! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! He's taking her to a bonfire in the square. I gotta hurry! Ja, weil mit Hexenverbrennung ist jetzt nicht so zu spaßen. Ach, die haben schon angefangen. Ja, dann ist okay. Kann ja nichts mehr passieren. War das halt gerade eben auch schon so lang? Way to go, Quasi! Die paar Verbrennungen machen ja nichts. Sanctuary! Und jetzt wirft er sie runter. Slam Dunk. Nee, warte mal, Touchdown. Sowas. Na toll, du hast das Feuer kaputt gemacht. Aber Hauptsache die chillige Musik dazu. Hier wird fast ein Mensch lebendig verbrannt. Kommt ein riesiges Monster runter. Es ist erstmal ein bisschen chillige Musik hier. Ein bisschen Glockenspiel, kann ja nicht schaden. Oh, ich merke gerade, wir haben den hier. Und ich würde sagen, genau im richtigen Moment, wenn ich mir die Attacke von dem anschaue. Jetzt mal aufs Gesicht springen. Ich hätte gerne einen Partner, der mich heilt. Vermisse ich in den Spielen immer ein bisschen. Das ist das Schöne an Kingdom Hearts 1 und 2. Wenn wir Donut dabei haben, der einen heilt. Wupp. Kannst du mal aufhören mit dem verrückten Ding, was du da abziehst? Oh Gott. Braucht eindeutig noch ein Vita-Ding. Nur nicht treffen lassen. Au! Was habe ich gerade gesagt? Nein! Ach komm! Ich wollte mich gerade heilen wieder.